Was für ein Dreamteam. Spätin und sein Rottweiler Canelo. Die beiden sind Stars bei TikTok, erfreuen ihre riesige Fangemeinde mit solchen Videos. Damit haben sie bisher unglaubliche 425 Millionen Klicks gesammelt. Okay. Wir besuchen Spätin im bayerischen Ergolding. Der Auszubildende zum Fitnesstrainer hatte noch bis vor kurzem gar nichts mit Hunden am Hut. Er hat sich Canelo nur angeschafft, weil er im Lockdown abends länger raus wollte, erzählt er uns. Ich habe keine Hundeerfahrung, ich bin nicht mit Hunden groß geworden. Ich habe Hunde damals eklig gefunden, das war einfach nicht meine Welt. Da habe ich ihn geholt, dann war er da, dann habe ich mir gedacht, okay, scheiß drauf, ich ziehe jetzt durch. Ich habe keine Hundeschule besucht, keine Hilfe von außen. Und dennoch wirkt der 54 Kilo Brocken gut erzogen. Hört auf sein Herrchen. Frisst erst auf Kommando. Okay, okay. Super. Fein. Das war aber nicht immer so. Also am Anfang, muss ich sagen, war es richtig schwer so, weil er war wirklich sehr unerzogen und sehr, sehr frech. Hat mich auch des Öfteren gebissen und dominiert und mich besprungen und was auch immer. Aber das hat er jetzt schon seit einem Jahr nicht mehr gemacht, so, weil jetzt ist er auch in der Pubertät, da zeigt er auch sehr viel Respekt. Zu TikTok ist Spätin dann eher zufällig gekommen. Als Familienmitglieder die ersten Videos mit Canelo sehen, sind sie begeistert. Da hat mein Bruder gesagt, hey, schau, mach TikTok. Ich so, nein, ich mag das nicht. Und ja, und hat er mir einen Account gemacht, das Video gepostet und nach 10 Minuten hat es gleich 500.000 Aufrufe gemacht. Mittlerweile hat Spätin fast 1 Million Follower, viele Millionen Likes und insgesamt unglaubliche 425 Millionen Klicks. In seinen Videos zeigt er auch, wie er Canelo erzieht. Er will ihn zum Beispiel auf den Umgang mit Kindern vorbereiten. Zur Erinnerung, eine Hundeschule haben die beiden nie besucht. Also kleine Kinder machen auch den hier, hier, gehen auf ihn drauf. Er soll alles gewohnt sein, nicht, dass es später zu gefährlichen Situationen kommt. Wir merken allerdings beim Dreh, nicht immer hört Canelo gleich beim ersten Mal. Wir zeigen Hundetrainer Daniel Enzelberger Spätins Videos. Die Erziehung eines Rottweilers ohne professionelle Anleitung sieht er kritisch. Jeder Hund hat irgendwo Aggressionen. Ja? Jeder, auch ein Dackel, ein kleiner Hund, völlig egal. Nur man kann diese Aggressionen unter Anleitung steuern und in gewisse Bahnen lenken. Und da, glaube ich, stößt man mit solchen Hunden schneller an seine Grenzen, wenn man keine Erfahrungswerte dazu hat. Zumal in einigen Bundesländern Rottweiler als Kampfhunde gelten. Mit dem Hund wird an einem öffentlichen Spielplatz gespielt, hat hierbei auch teilweise gar keine Kontrolle mehr über den Hund. Wenn hier irgendwann mal Kinder mit dazukommen, kann es kritisch werden. Spätin dagegen meint, dass er seinen Hund im Griff hat. Canelo ist sein Ein und Alles. Er liebt ihn wie ein Kind. Also er ist wirklich alles für mich. Ich würde alles für ihn tun. Und ja, das ist mein Baby. Und diese besondere Freundschaft hat Spätin nicht nur auf TikTok berühmt gemacht, sondern auch seine Schauspielkarriere beflügelt. Die beiden sind in der Serie Stichtag zu sehen. Die gibt's auf Join.